Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, natürlich hier wieder auf der Nintendo Switch. Ja, ich würde sagen, wir machen natürlich hier direkt weiter. In den letzten beiden Parts haben wir eben, ja, beiden Parts zu den Inspektionen der Arenen gemacht, also die Arena-Inspektion hinter uns gebracht. Alle acht Arenen auf jeden Fall geschafft und hier wartet jetzt, so wie es aussieht, ja, das große Akademie-Turnier auf uns. Wir sollen ja wieder zur Akademie kommen, das heißt, wir erklimmen einmal die, ja, Treppe des Grauens, ich glaube, so hieß sie ja irgendwie noch. Das heißt, dann jumpen wir einmal ganz hoch, natürlich am besten mit Mireino, damit das ein bisschen schneller geht hier. Schauen zurück zur Traumakademie und schauen mal, was uns erwartet. Also wir haben jetzt die Arena-Inspektion hinter uns gebracht und ja, normalerweise müsste jetzt das Akademie-Turnier starten. Also wir sollen jetzt zu Sagaria wieder hin. Ja, dann müsste das auf jeden Fall starten. Da steht es auch schon. Okay, dann schauen wir mal, was du dann von uns möchte jetzt. Schön dich zu sehen, Champ Nobeldecker. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Ja, ich liebe es auf jeden Fall. Das freut mich. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch mal bitte deine Eindrücke von den Arena-Leitern. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? Oh, keine Ahnung. Würde ich jetzt sagen, keine Ahnung. Achso, mein Zimmer, okay. Ja, hier sind wir natürlich ungestört, stimmt. Da hast du natürlich recht, ne? Das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Ja, fehlt noch ein PC, Laptop, Fernseher. So ein paar Sachen fehlen auf jeden Fall. Eine Switch, Nintendo Switch natürlich fehlt auch auf jeden Fall. Dann ist es quasi der Ort, an dem du zum Champ herangereift bist. Ja, kann man so sagen, ne? Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht sollte ich bald mal deinem Elternhaus einen Besuch abstatten. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arena-Leiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Am wenigsten? Oh, also jetzt bei den Inspektionen. Muss ich kurz nachdenken. Also die anderen beiden Parts haben wir gerade hinter uns eben und also am wenigsten gefordert würde ich jetzt sagen, war eigentlich Kolzu mit der Pflanzenarena, weil da hatten wir, ja, war eigentlich Kolzu. Im vorletzten Part. Kolzu, sagst du? Interessant. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Ah, den bleibendsten würde ich sagen, auf jeden Fall Etta. Etta ist irgendwie total cool. Okay, hier, Enigmara eigentlich auch. Ich finde sogar eigentlich Enigmara, würde ich sagen. Also Etta ist natürlich auch mega cool. Das sind also meine beiden Favoriten, Enigmara und Etta. Ich würde sonst sagen, nee, Etta eigentlich, wegen dem Zweikampf auch. Machen wir Etta auf jeden Fall. Etta also, das dachte ich mir schon. Und wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Auch die härteste Nuss, muss ich kurz nachdenken. Wer war denn am härtesten? So richtig hart waren sie jetzt alle nicht. Am härtesten würde ich jetzt sagen, eigentlich keiner von allen, würde ich jetzt sagen, oder? Also keiner war am härtesten. Sonst würde ich sagen Enigmara, weil Enigmara mag ich natürlich auch sehr gerne. Auch die Arena in Vermanka. Nimm Enigmara auf jeden Fall. Oh, Enigmara? Zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welchen Arena-Leiter magst du am meisten? Am meisten mag ich Enigmara eigentlich. Als zweites Etta. Dann nehme ich Enigmara auf jeden Fall. Oh, Enigmara. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Oh, den Kingstein haben wir dann hier erhalten. Okay, wurde in der Tasche verstaut. Ein Item zum Tragen. Trifft der Träger das Ziel mit einem Angriff, der Schaden verursacht, schreckt es eventuell zurück.
Ja, auch cool, auf jeden Fall. Und dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Spricht also nichts gegen meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Champion Mina wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhiger gehen. Das heißt, wir sollen erstmal ein bisschen chillen. Ja, wir haben jetzt ja die Arena-Inspektion, wie gesagt, in den letzten beiden Parts hinter uns gebracht erst. Das heißt, erstmal schnell ins Bettchen, eine Runde schlafen. Ich würde sagen, chillen wir erstmal eine Runde, oder? Eine Woche später. Eine ganze Woche ist vergangen, okay. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Emila und der Unterstützung durch die Pokémon-Liga war es endlich Zeit für den lang ersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Ja, dann schauen wir direkt. Und Emila kommt auch schon, okay. Ah, Nobeldecker. Wir sind gerade noch rechtzeitig mit den Vorbereitungen für das große Akademie-Turnier fertig geworden. Ach ja, wir haben das Turnier letztendlich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Pepper hatte noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Hört sich auch cool an eigentlich, ne? Dann hat Direktor Klabe das auch noch so gut gefallen, womit ich mich alles rumärgern muss. Aber sag mal, wie sieht's bei dir aus? Fühlst du dich bereit für die Herausforderung? Ja, auf jeden Fall. Yes, let's fans, würde ich sagen, oder? Hey, das war die einzige richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Champ dank dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können. Ich habe hinter den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Dafür kann ich aber dein Können ganz objektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Dein Treffpunkt ist übrigens beim Empfang im Eingangsbereich. Wehe, du verspätest dich. Okay. Ja, wollen wir natürlich direkt hin. Wir wollen ja hier in diesem Part direkt das Turnier in Angriff nehmen, würde ich sagen, oder? Wohin möchtest du gehen? Ja, direkt zur Eingangshalle natürlich. Da ist sogar direkt Ausrufezeichen gerade. Ja, würde ich sagen, let's fetz, das Turnier wartet auf uns. Das große Akademie-Turnier, die ultimative Schulschlacht. Da ist auch eine Mila dann. Da bist du ja endlich. Um am großen Akademie-Turnier teilnehmen zu können, musst du dich hier bei dem Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meinem Freund die Turnierregeln zu erklären? Selbstverständlich. Zuallererst solltest du wissen, dass beim großen Akademieturnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Sämtliche Teilnehmer werden einander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt und nur die Sieger der einzelnen Kämpfe verbleiben im Wettbewerb. Die Matchpaare werden per Losziehung durch die Turnierleitung festgelegt. Bis man sich auf dem Kampfplatz Auge in Auge gegenübersteht, weiß also niemand, mit wem er es zu tun bekommt. Wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht, den erwartet schon das nächste Kräftemessen. Und für den Verlierer hingegen endet das Turnier bereits nach einer einzigen Niederlage. Ja, das heißt, nach einer Niederlage ist man direkt raus dann. So. Mit anderen Worten, wer Kampf um Kampf gewinnt und bis zuletzt übrig bleibt, ist der oder die Allerstärkste der Akademie. Vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich zumindest mit Direktor Klabel festgelegt. Bei der aktuellen Teilnehmerzahl sollten etwa 4 Siege ausreichen, um das Turnier zu gewinnen. Denkt daran, dass auch Lehrer teilnehmen. Wir haben es echt drauf, also sieh dich vor. Und wehe, du machst sie nicht fertig. Nur ich darf dich besiegen. Okay, sprich einfach mit mir, wenn du so weit bist. Okay, ich würde sagen, wir speichern sogar erstmal nochmal. Wir haben ja schon ein bisschen länger nicht gespeichert irgendwie. Das heißt, einmal nochmal schnell speichern. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt das große Akademie-Turnier, oder? Schauen wir direkt zu ihm hin hier. Möchtest du dich zum großen Akademie-Turnier anmelden? Yes, Molnbau.
Zu 100% würde ich sagen, oder? Du bist ein Nobeldecker und hast den Chat-Rang inne, korrekt? So, deine Anmeldung ist hiermit abgeschlossen. Begib dich nun bitte zum Austragungsort. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen, oder? Damit sollten wir vollzählig sein, nicht wahr? Sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einigen wird die freudige Nachricht gewiss schon zu Ohren gekommen sein. Unsere Traumakademie hat erneut einen Schüler hervorgebracht, der den Champ-Rang erreicht hat. Dabei handelt es sich um niemand anderen als Nobeldecker. Was? Wow, echt krass. Das ist der Hammer. Ein Hoch auf den Champ. Es ist für uns ein Anlass zu größter Freude, dass er diese phänomenale Leistung während seiner Zeit hier an unserer Akademie vollbracht hat. Unsere Schulsprecherin Demila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihren Freund, unseren neuen Champ, gebührend zu feiern. Der Wettkampf soll jedoch nicht nur dem neuen Champ eine Möglichkeit bieten, sein Können unter Beweis zu stellen. Auch all jene aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich nicht zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und natürlich ist auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hiermit das große Akademieturnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, für eröffnet. Ja, mega, mega fetzig, würde ich sagen, oder? Das ist auf jeden Fall geil. Kommen wir zum ersten Kampf. Wen wird das Los zusammenführen? Champ Nobeldecker gegen Pepper aus der Klasse 2G. Okay, das heißt, Pepper ist unser erster Gegner. Das ist nicht euer Ernst. Gleich in Runde 1 soll ich gegen einen Champ ran. Der arme Pepper eigentlich in dem Sinne, oder? Du bist sicher überrascht, dass ich auch mitmache, oder? Ja, so ein Buschen auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Hey, allein dein verdunstes Gesicht zu sehen, war mir die ganze Mühe wert. In Zone 0 ist mir bewusst geworden, dass ich mich noch deutlich steigern muss. Da müssen wir übrigens auch nochmal hin wegen dem zweiten Miraidon, ne? Also in Zone 0. Also habe ich mit Mastifioso und meinem Team ein extrem hartes Training absolviert. Denn falls es jemals wieder brenzlig wird, möchte ich Seite an Seite und auf Augenhöhe mit dir kämpfen können. Aus diesem Grund will ich heute auch gewinnen. Mir egal, ob durch Glück oder Können. Vor dir steht der neue Pepper und der pfeffert dir jetzt erstmal ein paar neue Schärfe gerade in dein Küchenregal. Wohin bekommt. Okay, ja, wollen wir sehen, oder? Ja gut, neue Gewürze können wir eigentlich schon gebrauchen, aber. Aber wir meinen natürlich den Kampf. Somit Pokémon-Trainer Pepper fordert uns auf jeden Fall heraus hier. Mit Schlaraffel als erstes, okay. Ich muss mal schauen, wie stark die Pokémon hier eigentlich jetzt sind. Ich will dir auf Augenhöhe begegnen. Du bekommst meine ganze Stärke zu schmecken. Level 67. Ja, passt eigentlich. Unser Skelokrog ist 72. Würde ich sagen, erstmal auf jeden Fall mit Hitzekoller drauf. Ja, somit haben wir Pepper als erstes hier im Kampf im großen Akademieturnier der ultimativen Schulschlacht hier auf jeden Fall. Ja gut, das heißt, nicht so viel abgezogen ist schon mal gut. Schlaraffel hat fast die Hälfte an Energie weg. Also einmal treffen, glaube ich noch. Ne, nochmal sogar, okay. Spezialangriff singen. Oha. Geno kommt sogar fast besiegt. Ich würde sagen, sogar einmal Biss drauf. Nein, hat nur ganz wenig abgezogen. Roter Bereich aber. Dann würde ich sagen, sogar schnell. Ja, Trank einnehmen, oder? Muss Geno kommt schnell.
und sogar fast voller Energie wieder mit Skin hochkommen. Okay, gerne mal im Bereich. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt mit Biss. Ne, ja, da immer noch einen ganz kleinen roten Strich ist über und Level. Kann doch nicht sein. Dann nochmal rauf. Yes. Und somit mein Schlaraffel direkt weggeklatscht hier einmal. Immerhin so ein paar ordentliche Erfahrungspunkte kriegen wir auch im Turnier noch. Pokémon wechseln. Ich bin gerade überlegen. Man könnte auch erstmal Cremanzu reinhauen. Nehmen wir mal Cremanzu mit rein. Skelokrom ist immer im gelben Bereich. Und er wechselt also auch zum nächsten. Das heißt, einmal Cremanzu. Gegen Saldigant hat er hier sogar mit drin. Saldigant haben wir auch mit drin, ne? Wäre sogar Energieball sehr effektiv. Okay, dann nehmen wir natürlich Energieball. Und krass. Fast komplett Energie weg bei ihm. Was bei Saldigant hier noch. Dann auf jeden Fall nochmal drauf mit Energieball. Und Saldigant sogar direkt raus. Okay, das passt. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ich würde sagen, so passt das auf jeden Fall. Zwei Pokémon direkt weg. Als nächstes Tenterra setzt er ein. Erstmal Cremanzu drin lassen. Schauen wir mal. Ah, Tenterra ist glaube ich Wasser und so noch. Sehr effektiv? Nee. Ist kein Wasser. Dann wäre dann kein Feuer effektiv. Ja, Rüstungskanone sehr effektiv sogar. Das heißt direkt mit Rüstungskanone drauf. Ich wollte gerade sagen, Cremanzu stirbt. Okay, noch einmal drauf, dann haben wir ihn. Verteidigung sinkt. Ah, nicht gut. Ich würde sagen, direkt nochmal drauf. Nein, kann nicht sein. Er kommt aber zum ersten Schlag. Okay. Dann erstmal Saldigant rein, würde ich sagen. Direkt mit Steinkante drauf, oder? Ne, ist nicht sehr effektiv bei dem Pokémon. Sonst hier Eisenhals, Luftschnitt. Also Luftattacke wäre gut. Oder halt, also Gladys, aber also Gladys so Level 49 im Moment. Dann Eisenhals rein. Ja, und Flugattacke drauf. Sollte eigentlich klappen auf jeden Fall. Direkt mit Luftschnitt. So mit Tenterra raus, okay. Und mit einer schönen Erfahrungspunkt natürlich für unsere wunderschönen Pokémon. Hallo Penio, setzt als nächstes ein, okay. Ich würde sagen, erstmal natürlich Pokémon drin lassen. Zum Glück haben wir Heiler und Top-Beleber und normale Beleber alles schön mit und so. Luftschnitt ist immer noch sehr effektiv. Das heißt, weiter mit Luftschnitt. Fast ein Schlag. Ganz kleiner roter Zipfel ist übergeblieben. Okay, das passt ja eigentlich. Dann könnt ihr jetzt sogar einmal mit Abschlag draufhauen. Abschlag haben wir sogar neu bei Eisenhals. Erlernt die Attacke. Ja, sein Hallopenio auf jeden Fall direkt raus, okay. Und Level Up? Also Glas ist sogar Level Up, okay. Ausdauer haut er rein hier, ne? Müssen wir schauen. Sind alle auf effektiv im Moment. Welche wäre am stärksten? Schallwelle normal. Ja, nehmen wir mal Schallwelle, schauen wir mal. Okay, über die Hälfte der Energie weg, das war sehr gut. Aber Eisenhals somit auch im roten Bereich, dann würde ich sagen, trotzdem nochmal drauf mit Schallwelle. Und Ausdauer besiegt, okay. Ich würde sagen, passt. Das passt sogar sehr, sehr gut. Als nächstes Mastifioso. Ich würde sagen, wir wechseln mal zu Saldigant. Einmal rüber und schauen mal. Ja, mit Saldigant könnte man auch Pökelsalz und so und Genesung, also Heilung einsetzen und so. Du willst es ja nicht anders. Jetzt tische ich dir eine gewaltige Portion meines Siegeswillens auf. Ja, somit, ich glaube, sein letztes Pokémon, ne? Muss ich kurz schauen gleich. Also, ja, das letzte von ihm, okay. Dann können wir sogar mit Hammerarm, ich würde sogar auch Terrakristallisierung Hammerarm einmal einsetzen. Obwohl, jetzt kann man noch mehr Kämpfe. Kann man dann da auch Terrakristallisierung nochmal machen? Das wäre jetzt gerade die Frage. Na gut, eigentlich egal.
Passt eigentlich. Dann sei die ganze terrakristallisierte Form hier einmal. In der ultimativen Schulschlacht werden wir heller leuchten als alle anderen Massifioso. Ja, war klar, sein letztes Pokémon, deswegen natürlich Terrakristallisierung. Aber ich denke mal, Schande locker. Auch wieder zumindest. Und so mit Hammerarm. Hat aber auch nö, verfehlt. Zeig ihm, wie stark deine Kiefer sind. Wir zermalmen ihre Hoffnung auf den Sieg. Oh. Hälfte der Energie weg. Okay. Frage wäre jetzt, oha, wieder Hammerarm. Ich setze einfach wieder Hammerarm ein. Ey, müsste es ja irgendwann klappen, oder? Ich hoffe jetzt halt nicht. Nein. Kann nicht sein, oder? Haut das Saldiger noch tatsächlich mit raus hier gerade. Ärgerlich. Muss ich schauen, Epitaph hätte Nahkampf, wäre sehr effektiv. Nimm mal Epitaph mal rein, oder? Aber so mit Saldigern mit Terrakristallisierung leider raus. Das ist eigentlich schade. Ja, dann wie gesagt, Nahkampf drauf da. Und fast ein Schlag direkt roter Bereich. Das ist gut. Das heißt eigentlich nur einmal draufhauen. Er knuddelt uns. Das ist nicht gut. Dann nochmal Nahkampf. Und jetzt, yes, somit haben wir Pepper gekriegt. Unser Massifioso ist Geschichte. Ich würde sagen, das passt, oder? Auf jeden Fall. Ja, somit erster Kampf im großen Akademie-Turnier geschafft. Ich bin stolz, jemand so cooles und starkes wie dich meinen Freund nennen zu dürfen. Und sogar 13.600 Cash bekommen. Und der Sieger des ersten Kampfes ist Champ Nobeldecker. Hurra, so macht man das. Was für ein fantastischer Kampf und das schon gleich in Runde 1. Wow, als Champ kämpfst du echt in einer anderen Liga. Die Niederlage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre. Es könnte wohl nicht schaden, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde. Leg dich im nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug, auch für mich, verstanden? Ja, können wir machen auf jeden Fall. Weiter geht es mit Runde 2. Welche Trainer treten diesmal gegeneinander an? Champ Nobeldecker gegen Senor Jim, den Biologielehrer. Nice, okay. Das heißt, erster, zweite. Hallo Nobeldecker. Oh, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist. Da fehlen mir glatt die Worte. Jetzt habe ich gleich zwei Schüler in meiner Klasse, die den Champ-Rang innehaben. Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck. Schließlich will ein Lehrer gegen seine Schüler nicht den Kürzeren ziehen. Nun denn, sollen wir anfangen? Ich drücke mir dann mal selbst die Daumen, dass ich gut abschneide. Ja, somit der Jim, unser Biologielehrer, unser Klassenlehrer hier. Mit Vulcano als erstes, okay. Pokémon sind da glaube ich alle wieder geheilt, naja, wie ich gerade sehe, okay. Entspann dich, sei ganz du selbst und zeig mir dann, was du gelernt hast. Akani setzt ein, muss mal schauen, weiß ich, ob Hitzekoller gut wäre, nimm mal einmal mal. Er setzt Flammblitz ein, bringt bei Skillokor auf jeden Fall nicht so viel. Ja, so mit Hitzekoller, schauen wir mal. Ja, über die Hälfte an Energie weg, das ist gut. Dann würde ich sagen, so nochmal Hitzekoller. Passt, Skelokrok hält Stand. Mit Feuertechniker sowieso, dass Skelokrok auf Feuer ist. Das heißt, Arcani, ne, fast raus. Das hat diesmal sogar weniger abgezogen, als eben. Oh, dann würde ich sagen, so als Börde müsste ja passen als nächstes dann. Und Skelokrok braucht auf jeden Fall gleich Heilung. Ja, so mit Arcani rausgeklatscht. Wunderbar. Erstes Pokémon schon mal weg.
Oh, Eisenhals Level 64 direkt. Skillokrog würde ich sagen, lassen wir erstmal ringen und Pumpfrost setzt als nächstes ein. Okay. Müsste man schauen. Ich würde sogar sagen, erstmal heilen, oder? Weil das. Ja, das würde passen, denke ich mir mal. Hoffe, dass das Pumpfrost nicht zu viel Energie abzieht mit den Attacken. Skillokrog-Summe natürlich fast voll Energie, okay. Ah, nicht gut. Ich würde sagen, ich hau mal Börde rauf. Ja, zieht extrem wenig ab, kann ich sagen. Steinkante, das heißt, Skillokrog ist, glaube ich, drauf. Der Mord verfehlt, okay. Dann wechsle ich auf jeden Fall mal zu einem anderen Pokémon. Energieball von Cremanzo wäre sehr effektiv. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal Cremanzo rein. Und hauen mit Energieball drauf. Wenn Cremanzo nicht stirbt. Nein. Nicht wahr, oder? Das ist echt nicht wahr. Mit einem Schlag rausgehauen. Das ist wirklich nicht wahr, kann ich sein. Dann schauen wir mal. Nimm ich Eisenhals? Eisenhals sonst erstmal. Die anderen müsste ich sonst mit Top-Beleber oder so wiederbeleben. Haben wir zum Glück genügend von mit und so. Okay, das heißt, hier würde ich sagen, schau ich mal mit der stärksten Attacke. Das wäre Schallwelle, ne? Schauen wir mal mit Schallwelle. Normale Attacke. Na gut, zieht nicht ganz so viel ab, aber Hälfte an Energie ist weg. Und kann nicht sein. Mit einem Schlag. Roter Bereich, okay. Luftschnitt, wenn wir dann zum Zug kommen. Roter Bereich bei Pumpfrost, das ist gut. Aber Zähigkeit wirkt jetzt bei ihm noch irgendwie, okay. Ich würde sagen, ich versuch's. Ich gehe auf Angriff. Yes! So mit Pumpfrost weg. Hat er gepasst eigentlich, würde ich sagen. Somit. Drei Pokémon von ihm besiegt. Als nächstes Schluckweg. Schau mal kurz. Könnte man natürlich mal eventuell sonst Saldigan rein, wegen der Flinkklaue. Das eine, was er trägt im Moment. Ja, ist sogar sehr, sehr gut noch. Müsste man schauen. Schluckweg in den Kampf. Okay. Das wäre sehr effektiv, nichts davon. Aber Steinkante ist immerhin effektiv. Schauen wir mal. Ja, zieht über die Hälfte an Energie ab. Das ist gut. Eishieb. Bringt schon mal nichts. Das heißt nochmal Steinkante. Aber er setzt noch ein Schutzschild ein. Okay. Müsste aber trotzdem eigentlich klappen mit Steinkante, oder? Ne, wieder verfehlt? Kann nicht sein. Dann würde ich sagen, wieder versuchen. So, jetzt aber. Okay, Schluck weg, somit besiegt. Okay. Das heißt, jetzt müsste er nur noch zwei haben. Mandidea setzt als nächstes ein. Oh. Auch sehr cooles Pokémon eigentlich. Ich hau mal mit Hammerarm drauf. Beziehungsweise versuch's einfach mal. Na, fast die Hälfte an Energie weg. Okay. Initiative von Saldigan singen. Dann halt nochmal Hammerarm. Na, nein. Och nö. Jetzt hat er uns rausgehauen. Unser schönes Saldigan. Ja, dann schau ich mal, welches Pokémon hätten wir. Epitaph hätten wir noch. Also Gladys ist nur Level 15, oh. Müsste, glaube ich, gleich erstmal ein bisschen wiederbeleben. Ja, ich nehme das erstmal Epitaph rein. Also Gladys haben wir zum Glück auch noch und so. Sonst werden wir gleich erstmal wiederbeleben. Ich würde sagen, Nahkampf. Haben wir drauf. Und yes, Mandidea direkt besiegt. Passt eigentlich. Als nächstes setzt er Lamus ein, okay. Erstmal weiter kämpfen mit Epitaph.
Und ich würde sagen, wieder Nahkampf versuchen. Okay, leider nicht ganz so viel weg oben an Energie. Okay, Psychokinese. Nein. Wieder ein Schlag und weg. Kann nicht sein, oder? So mit Epitaph leider raus wieder. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich Pokémon einsetzen, wie zum Beispiel Eisenhals und dann direkt Topbeleber. Einmal auf Cremanz oder so raufhauen. Direkt in den Beutel mit Topbeleber haben wir 7 Stück noch, ne? Ja. Okay, das heißt Cremanz so einmal, da hat er auch volle Energie und so. Ja, da hau ich Cremanzo rein. Oder ich setze erstmal irgendwie Skelokrok ein und belebe sonst Saldiger nochmal wieder. Das ist gerade so die Frage. Ne, ich nehme erstmal Cremanzo, würde ich sagen. Gehen wir erstmal auf Attacke, auf Angriff. Beleben können wir immer noch. Frage wäre, was nehme ich? Ich nehme glaube Energieball. Und jetzt, yes, somit Lamus direkt raus. War sogar richtig die Attacke. Okay, somit als nächstes Farigiraf. Ich glaube, das ist sein letztes Bild in meinem, oder? Cremanzo bleibt natürlich erstmal drin. Hui, dein Team ist vielleicht stark. Hast du besondere Trainingsmethoden oder so? Nö, nicht, eigentlich nicht wirklich. Okay, ist sogar tatsächlich sein letztes Pokémon. Frage ist, hau ich Energieball drauf? Oder Rüstungskanone? Ich nehme Rüstungskanone mit Terrakristallisierung. Und tatsächlich, Terrakristallorb wird nach jedem Kampf auch wieder aufgefüllt. Okay. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, los, Cremanzo! Du machst ihn auf jeden Fall platt jetzt, oder? Würde ich sagen. Hier kommt eine Ladung Energie. Terrakristallisierung, los! Aber somit haben wir gleich unseren Klassenlehrer sogar direkt weggeklatscht, aber hier. Oh, sein einziges Pokémon, was er hat jetzt hier, das Farigiraf. Oh nice, sogar fast komplett besiegt gerade. Ganz wenig Energie hat er nur noch. Und setzt Spukball ein. Ah, okay, das hat gepasst. Das heißt, nochmal drauf mit Rüstungskanone. Und dann sollten wir ihn eigentlich haben. Yes! Direkt rausgeklatscht. Böser Pass. Das passt auf jeden Fall. Ja, somit der Akademielehrer Jim, unser Klassenlehrer, auf jeden Fall einmal raus. Hui, das hast du aber gut gemacht. Und sogar wieder 13.200 an Cash gekriegt insgesamt. Und der Sieger des zweiten Kampfes ist Champ Nummeldecker. Wow, ein Satz mit X, das war wohl nix. Du hast es echt drauf, Nummeldecker. Bei deinem selbstsicheren Auftritt würdest du sicher einen besseren Lehrer abgeben als ich. Sinnoh und Jim. Oh je, ist der Direktor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Wie auch immer, gib du auch im nächsten Kampf alles. Für unsere 4 verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Also noch 4 sind verbleibend, okay. Champ Nummeldecker gegen Sinnoh Mura, die Kampflehrerin. Tag 90er. Das große Akademie-Turnier. Oder besser gesagt, die ultimative Schulschlacht. Hier wird der Kampf, wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Schon bei dem bloßen Gedanken daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Dafür danke ich dir, lieber Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champ Nummeldecker nennen. Als Lehrerin empfinde ich es als meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum
Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auch gar keinen, auf gar keinen Fall gegen einen Schüler verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Warum, sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mit Samthandschuhen anfasse? Ja, da bin ich ja nicht böse. Ich hoffe ja, dass er ordentlich draufhaut. Aber das nicht zu easy wird, würde ich sagen, oder? So mit Amura auf jeden Fall als nächstes dann. Das heißt Genokronk. Das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, schauen wir mal. Also Legios setzt als erstes ein, auch Level 65 die Pokémon im Moment. Erstmal mit Hitzekoller drauf. Zen-Kopfstoß. Ja, zieht schon mal nicht so viel ab bei uns. Okay. Aber mit Hitzekoller direkt Legios rausgeklatscht. Mega geil. Da kannst du direkt nächstes Pokémon reinholen. Als nächstes Tauros. Okay. Ja, lass du erstmal Skillo auf jeden Fall drin. Sollte eigentlich passen, oder? Würde ich jetzt sagen. Und direkt, ich wollte gerade sagen, Hitzekoller ist aber nicht so effektiv. Okay. Sonst mit Börde. Auch nur er setzt Erdbeben ein. Okay. Na, zieht das auch nicht ganz so fair. Sonst würde ich sagen, eventuell doch Pokémon wechseln zu. Cremanzu hätte Flächenmacht auf jeden Fall sehr effektiv. Nimm mal Cremanzu rein. Und hau mit Flächenmacht drauf. Die Erdbeben zieht fast die Hälfte ab bei uns. Okay. Dann direkt Flächenmacht, wie gesagt, müsste ein Schlag sein dann. Ah, ich wollte gerade sagen, Cremanzu wird rausgehauen. Das wäre übel gewesen. Sehr effektiv und Tauros direkt für Sieg. Okay. Als nächstes. Was? Hä? Wieder Tauros? Okay. Frage ist, soll jetzt erst heilen oder versuchen drauf zu hauen? Und werde Cremanzu eigentlich raus gleich noch. Ich würde sagen, lieber erst so Hypertrank drauf. Und wenn er gleich drauf haut mit Erdbeben oder so, und ihr Tauros, haben wir wieder keine Energie, ne? Beziehungsweise, okay, gelber Bereich ist sogar sehr effektiv gewesen eigentlich. Energieball sehe ich gerade, ist sehr effektiv auch. Nimm mal Energieball. Wenn es dann klappt, doch nö. Die machen es leider raus, okay, schade. Sehr, sehr schade. Ich würde sagen, schauen wir mal. Hier haben wir zum Beispiel bei Eisenhals wieder sehr effektiv Luftschnitt. Ja, nimm mal Eisenhals. Mit Luftschnitt, oder? Erstmal rein. Die Manzo müsste man nur wiederbeleben eigentlich. Und mit Luftschnitt. Und Tauros fast komplett besiegt. Ganz, ganz minimaler roter kleiner Strich übergeblieben. Oha. Also als fast rausgekickt komplett. Nimm mal einmal wieder Luftschnitt. Das ist Tauros auch direkt weg. Ich würde sagen, passt, oder? Ja, passt auf jeden Fall in dem Sinne. Meditalis als nächstes. Ne, erstmal natürlich Eisenhals drin lassen. Und dann mal schauen. Also sehr effektiv ist immer noch Luftschnitt. Hauen wir direkt drauf. Nice. Auch wieder fast ein Schlag und weggeklatscht. Passt. Ganz minimaler roter Strich. Dann haben wir Schallwelle. Und Meditalis Geschichte, okay. Hast du eigentlich, oder? Würde ich jetzt sagen. Esladero als nächstes, okay. Ah, jetzt muss man schauen. Ich nehme mal als nächstes. Hallo, Saldiger. Ich nehme sonst Saldiger mal rein. Ich muss erstmal sonst Cremanzu gleich mit dem Top-Beleber eventuell auch nochmal wiederbeleben. Aber schauen wir erstmal mit Salti.
bei dem Rest Ladero hier. Würde sagen, erstmal Steinkante. Baldigan ist zurückgeschreckt. Oh nö. Kann nicht sein. Wieder zurückgeschreckt. Oh nö. Dann auf jeden Fall Genesung. Ist nicht wahr. Wieder zurückgeschreckt. Sehr ärgerlich. Dann auf jeden Fall einmal Hypertrank. Das kann doch nicht sein. Die Attacke von ihr gerade mit dem Zurückschrecken haben wir erst vorhin bekommen, ne? Könnte man jetzt auch ein Pokémon beibringen. Okay, ist diesmal glaube ich nicht zurückgeschreckt. Dann Steinkante, schauen wir mal. Ach, nö, kann doch nicht sein. Und wieder zurückgeschreckt, ist nicht wahr. Nochmal Steinkante. Ja, geht er nicht anders, irgendwas. Auch kann nicht sein, oder? Immer wieder ihr Eisenschädel-Dingens hier. Dann müssen wir sogar wieder heilen. Wie lange möchte sie die Technik noch einsetzen? Bis die AP irgendwo leer ist, würde ich sagen. Dann kann sie natürlich nicht mehr die Technik einsetzen, so. Das ist ja echt nervig, oder? Versuchen wir nochmal. Und Flinkklaue weg, yes. Aber ich wollte gerade sagen. Somit fast besiegt, gelber Bereich. Ganz wenig Energie noch über. Genesung, machen wir mal Genesung. Da müssen wir nicht ständig Hypertränke verwenden. Hat auf jeden Fall geklappt, dank der Flinkklaue. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir wieder mit Steinkante. Yes, Flinkklaue wäre. Und somit Ressladero raus. Nervig mit der Attacke irgendwie die ganze Zeit. Das Eisenschädel. Und dass er dann zurückschreckt, ist natürlich sehr nervig. Aber wir haben ihn. Hariyama setzt er als nächstes ein. Okay. Gute Arbeit. Damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Ja, somit Hariyama drin. Ja, hier hätten wir jetzt nur Hammerarm. Was effektiv wäre, ne? Ich versuch's trotzdem. Wer hier und jetzt gewinnen will, muss sein gestriges Ich übertreffen. Okay. Ja, letztes Pokémon natürlich von ihr. Das heißt, wir haben sie auch gleich schon. Nicht mehr lange. Muss natürlich erstmal ihr Hariyama auf jeden Fall platt machen hier. Aber immerhin fast die Hälfte an Energie weg. Dafür sinkt die Initiative gerade. Ein Sieg hat nur Bedeutung, wenn man alles dafür gibt. Aha, Nahkampf und Seiligan kann ich sein. Direkt raus. Okay, also müssen wir schauen, welches Pokémon wir als nächstes reinnehmen erstmal. Frage bei Epitaph hat Nahkampf effektiv Wutanfall. Oh. Sehe gerade hier Luftschnitt wäre ganz also sehr effektiv, ne? Nimm Eisenhals rein, wenn Eisenhals rausgeklatscht wird, nehme ich sonst Top-Beleber auf Primanzo erstmal wieder. Schauen wir mal. Ja, nice. Sogar direkt rausgehauen. Das passt. Ja, somit Amura. Geschichte und besiegt im Turnier. Unser dritter Kampf direkt gewonnen hier, aber okay. Bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst in Kampfkunst steckt. Und sogar Pokédex aktualisiert, da waren einige bei, die wir noch gar nicht gesehen haben im Poké. Und der Sieger des dritten Kampfes ist Champ Nubbeldecker. Diese Niederlage schmerzt besonders. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Ganz im Gegenteil. Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es überrascht dich vielleicht, das zu hören, aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kinder doch wohl kaum da
damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gebt alles. Toi, toi, toi. Ja, wir geben auf jeden Fall die ganze Zeit schon alles, ne? Damit erwartet uns endlich das große Finale dieses Turniers. Oh, das heißt, wir haben jetzt schon den letzten Kampf. Sehr cool. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Shen Nobeldecker gegen... Ah, okay. Unseren Ehrengast in diesem Turnier, Top Shen Zagaria. Sehr cool. Passt auf jeden Fall fürs Finale. Schön, dich zu sehen, Shen Nobeldecker. Ich dachte immer schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen. Das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen, tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorsitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zu Höchstleistung treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Synergie, okay. Oder Synergie, wie spricht man das aus? Synergie, ne? Langer Rede, kurzer Sinn. Lass uns das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Yes, auf jeden Fall. Das heißt, Finale im großen Akademie-Turnier gegen Top Champ Zagaria auf jeden Fall hier jetzt. So wie in der Pokémon-Liga auch sehr cool. Zyopatra setzt er als erstes ein. Ja, schauen wir mal. Du und ich gemeinsam werden mit den anderen den Weg weisen. Auch Level 69 haben die Pokémon von ihr hier jetzt. Okay. Muss ich schauen, Birdle wäre sehr effektiv. Bis auf, dann würde ich sagen, erstmal mit Birdle draufhauen, oder? Lichteinschlag. Hat aber nicht so viel abgezogen. Okay. Und ein Schlag und weg. Das passt. Erstes Pokémon direkt weggeklatscht hier. Ich würde sagen, so passt das. Direkt als nächstes Arkilas dann. Oh, sehr cool. Dann können wir direkt mit Hitzekoller draufhauen auf Arkilas. Müssen wir schauen. Ja, ist sogar sehr effektiv. Logisch. Arkilas ist ein Eis-Pokémon. Das heißt auch ein Schlag und Arkilas auch direkt raus. Zweites Pokémon mit einem Schlag. Passt eigentlich für einen Top-Champ. Sie ist ein Top-Champ. Glademperio als nächstes. Müsste eigentlich auch Hitzekoller gut sein, denke ich mir mal. Feldherbert, oha. Ja, ist auch sehr effektiv, das heißt wieder mit Hitzekoller. Oh, fast. Also ganz wenig Energie noch über. Dafür ist Gelokrog leider raus, aber wir haben Cremanzo zum Beispiel, ist auch Feuer. Das heißt, wir hauen direkt Cremanzo als nächstes rein, oder? Level 78 sogar. Rüstungskanone auch sehr effektiv. Ja, das heißt, wir hauen schön mit Rüstungskanönchen, Kanone. Schön drauf einmal hier. Somit müsst ihr Gladden, Perio, ja, direkt besiegt. Zwei Schläge und auch weggehauen. Als nächstes Angelusa. Setzt ein, okay. Oh. Müsste ich schauen. Sehr effektiv wäre, ja gut, Energieball. Das heißt direkt mit Energieball drauf. Oh nice, direkt ein Schlag und Angelusa direkt besiegt. Sie macht Shenrom als nächstes. Sollte auch ganz gut sein mit Rüstungskanone dann. Ja, passt. Rüstungskanone sehr effektiv. Setzen wir direkt ein einmal. Und auch mit einem einzigen Schlag rausgeklatscht wieder. Ich würde sagen, das passt. Im Moment sogar der einfachste Kampf irgendwie, oder? Lumiflora.
Setzt er als nächstes ein. Machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Somit Lumiflora setzt ein ihr letztes Pokémon, glaube ich noch. Ja, ist ihr letztes, das heißt, hast du eigentlich. Flächenmacht sehe ich gerade, ist sehr effektiv. Dann machen wir natürlich auch Terra-Kristallisierung. Da das ja das große Finale ist, ihr letztes Pokémon, so wie sie ja gerade sagte, leuchte hell wie die Zukunft Paldeas, Lumiflora. Mega cool auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, eigentlich ist das ja im Moment gegen Zagaria der einfachste Kampf von allen, die wir jetzt hatten hier im großen Akademie-Turnier irgendwie. Ja, schauen wir mal. Lumiflora ist schon mal Terra kristallisiert. Das heißt, wir kristallisieren natürlich auch jetzt unser wunderschönes Demanzu hier. Da ist direkt drauf. Ah, sie kriegt als erstes Erdkräfte hin, aber gelber Bereich noch okay. Somit Flächenmacht, schauen wir mal. Ah, hat knapp die Hälfte abgezogen, okay. Das ist ärgerlich, weil wenn wir jetzt nicht heilen, sterbt Krimanzu, glaube ich noch. Können die heilen und dann draufhauen nochmal. Komm Krimanzu, du machst das auf jeden Fall für uns hier. Zauberschein, oha. Krimanzu leider direkt raus, das ist schade. Aber auch nicht so schlimm, da haben wir noch mehr. Ja, Saldigan zum Beispiel wäre Hammerarm sehr effektiv, sehe ich gerade. Und bei Ebitap sogar hier oben Nahkampf, ne? Ich hau sonst erstmal auf jeden Fall Ebitap rein. Versuche erstmal mit Nahkampf drauf zu kloppen. Wenn es trifft, sollte es passen eigentlich. Hoffe ich doch. Zauberschein haben. Aber gerade so überlebt noch. Und yes! Lumiflora rausgeklatscht. Das heißt, wir haben Zagaria ausgeschaltet und aus dem Turnier herausgeklatscht in dem Sinne. Somit haben wir das komplette Turnier natürlich auch hinter uns gebracht und gewonnen, was sehr, sehr geil ist. Wie gesagt, am einfachsten fand ich jetzt Zagaria am Ende hier irgendwie. Das war irgendwie für mich jetzt so persönlich das Einfachste irgendwie. Weil der hat eine strahlende Zukunft vor sich. Und sogar nochmal 13.200 Pokécash kassiert und weitere Einträge im Pokédex. Unglaublich! Der Sieger des großen Akademie-Turniers. Und somit der allerstärkste Pokémon-Trainer der Akademie ist Champ Nobeldecker. Wow! Du hast es geschafft, Nobeldecker. Nobeldecker. Yes, wir sind auf jeden Fall durch das Turnier durch, was natürlich sehr cool ist. Nobeldecker. Somit haben wir das große Akademie-Turnier ja auch geschafft, was sehr, sehr cool ist auf jeden Fall. In den letzten beiden Parts hat die Arena-Inspektion geschafft. Jetzt das Turnier hier auf jeden Fall auch absolviert. Mega cool auf jeden Fall. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. So lautet das Motto der Traumakademie. Und dieser wundervolle Matchstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zum Ende kommen. Ohne weitere Umschweife übergebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Zagaria. Bitte sehr. Angetrieben vom lautstarken Zuspruch aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistung angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz Paldea beseelt und stimuliert.
Cem Nobeldecker hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, arbeitet er unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf alle Menschen hier in Paldea überspringen möge. Somit wird diese Region stets aufs Neue die Chance von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Senora und Sagaria, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Turnier zu beenden. Doch ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademieturnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. Wow, fantastisch, Senior Direktor, geniale Idee. Vielleicht sollte ich das nächste Mal auch teilnehmen. Wow, ich freue mich so, juhu. Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, Nemila. Ja, wäre schon cool, wenn Saulo mal mit drin wäre, ne? Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön, dann erkläre ich hiermit das erste große Akademieturnier offiziell für beendet. Habt alle recht herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ja, das heißt, ab jetzt kann man das natürlich immer wieder nach Lust und Laune, wenn man Bock hat auf so ein paar Kämpfe zum Trainieren und so, das Akademieturnier natürlich immer wieder, ja, immer nach und nach, immer so wie man es möchte, natürlich weitermachen. So weitere Runden drehen im Turnier. Danke! Ja, zum Zeitvertreib, wenn man gerade Bock hat auf Kämpfe oder wie gesagt zum Trainieren, passt es eigentlich, ne? Dass man das jetzt immer wieder machen kann und so. Nobeldecker, du hast es geschafft. Glückwunsch zum Sieg, das war der Hammer. Mensch, es hat mich ganz kehre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlacht zu nennen. Oh. Ach übrigens, hier ist ein Preis. Ach, jetzt haben wir sogar noch die Sportkappe hier noch bekommen von der Pokémon-Liga. Das heißt, unseren Hoodie, den wir im Moment auf dem Kopf haben, könnte man sogar einmal umkleiden. Direktor Klavel meinte, er habe in dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihn dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron des allerstärksten Trainers, Nobeldecker. Aber mach es dir darauf nicht zu bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Das heißt, wenn man das Turnier jetzt nochmal machen würde, wäre sie auf jeden Fall mit drin, das ist ja cool. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich einfach beim Turnierhelfer an. Weißt du was, Nobeldecker? Seit du hierher nach Paldea gezogen und mein Rivale geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir uns begegnet sind. Du sprichst mir aus der Seele. Ich bin auch sehr froh darüber. Dann machen wir natürlich das obere, du sprichst mir auf jeden Fall aus der Seele, würde ich sagen, oder? Hehe. Mach mich ja nicht verlegen, ich sehe nur ungern so rot wie eine Tamontbeere aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Ja, das heißt, beim nächsten Mal wäre die sie dann auch mit dabei im Akademieturnier. Da müsste ich mal schauen, ob ich das vielleicht sogar mal irgendwann privat mache oder so, keine Ahnung. Müsste ich schauen, dann kann man sie muss ich privat auch noch durch, da bin ich noch lange nicht so weit. Da habe ich gerade mal die ersten 4 Reden irgendwie. Während wir hier schon mit der Story alles durch sind, jetzt im Postgame hier und so. Wie geht's, wie steht's, Nobeldecker? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer des stärksten Trainers der Akademie könnte ich kaum stolzer sein. Senor Jim. Ach ja, natürlich, Senor Direktor, ich komme sofort zum Punkt.
Ich wollte dir mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem fordernde Terror Raids auftauchen. Ja, ab jetzt kommen natürlich auch demnächst wahrscheinlich auch, so wie es aussieht, die 6 und 7 Sterne Raids oder zumindest die 6 Sterne. Da muss man, glaube ich, irgendwie 10 Stück schaffen und dann schaltet man irgendwie auch diese schwarzen Kristalle irgendwie frei, ne? Für diese Events. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns das preisgekrönte Turnierass nicht unter die Arme greifen könnte. Klar, ich pack mal an. Auf jeden Fall. Suppi, das freut mich. Besten Dank auch. Deine Pokédex-App wird alle relevanten Daten automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Terror Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als Trainer hast, solltest die Raids nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler dabei verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir für deine Hilfe. Ja, ich würde sogar sagen, das könnte man sogar im nächsten Part auf jeden Fall in Angriff nehmen. Dass man da erstmal diese Raids macht, diese 10 oder was man da machen muss. Dass wir dann auf jeden Fall erstmal so ein bisschen online zocken im nächsten Part. Und dann hier schauen, wie das dann weitergeht, was er ja gerade meinte und so. Und man könnte hier sogar, was wir ja gekriegt haben, gerade eben sogar nochmal ganz kurz schauen, die Sportkappe. Das ist so von der Pokémon-Liga, ne? Genau, hier ist sie, die Sportkappe. Ich würde sagen, die setzen wir direkt auf. Da haben wir die jetzt haben, die kriegt man dann durch hier und so. Möchtest du gemilde Erinnerung vornehmen? Yes. Ja, und somit sieht man da jetzt auch. So sieht sie dann aus auf jeden Fall. Mega, mega cool. Ja, ich würde aber sagen, das hier war es zumindest heute auf jeden Fall. Ja, mit Pokémon Purpur auf jeden Fall im nächsten Part. Wie gesagt, können wir schauen, was er ja gerade meinte mit den Raids. Da muss man irgendwie, ich glaube, 10 Stück machen. Ich glaube, 10... Ich glaube 6 Sterne Raids sind das, glaube ich, die man da machen muss, die haben wir freigeschaltet. Wenn man die gemacht hat, dann kommen auch diese 7 Sterne Raids und die schwarzen Kristalle natürlich wieder. Was sehr, sehr cool wäre für weitere ja, Events mit 7 Sternen und so. Quajitsu ist ja glaube ich auch demnächst, glaube ich, wieder. Bin mir gar nicht mehr sicher, aber es kommen natürlich auch weitere in Zukunft natürlich. Wo man dann Pokémon bekommt, die man so in Karmesin und Purpur ja eigentlich gar nicht bekommt, ne? Ja, zum Abschluss würde ich sagen, bin ich hier natürlich, jetzt haben wir den Part auf jeden Fall. Das große Akademie-Turnier, ja, Turnier auf jeden Fall hinter uns gebracht, die ultimative Schulschlacht. In den letzten beiden Parts hat die Arena-Inspektion alle hinter uns gebracht. Ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, bis zum nächsten Mal, eventuell heute Abend wieder. Also morgen Abend kann man ja sagen eigentlich. Ja, bis zum nächsten Mal, das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.